Na, gut. Ich kann mal jetzt weitermachen. Jetzt sind die Texturen wieder geladen. Muss aber mal nachgucken. Einzige Weg. Von dort lang. Da sind wir hergekommen. Da sind ein paar bitterböse Jungen. Machen wir erstmal da lang. Du, der hat beim Luftmassen auf mich gewartet. Du bist zu schnell. Ui, das ging aber schnell. Was hast du? Irgendwie über Nacht. Ja, so habe ich das auch gekriegt bei mir. Ja, ich bin morgens aufgewacht und dann hing ich so da. Hm, ja, ja. Weiß genau, genau wie du das hingekriegt hast. Hm? Ja, Entschuldigung. Wäre Angriffstruppler. Abgeschirmte schwere Langstreckenwaffe mit hoher Feuerrate, die zahlreiche Treffer einstecken kann. Langsam, lange Nachladezeit von dem Schuss und lange Abklingzeit nach dem Angriff eröffnet Angriffsmöglichkeiten. Die Angriffstruppler bilden eine spezialisierte Infanterieeinheit, die an allen Fronten des Krieges für das galaktische Imperium kämpft. Sie werden in erster Linie bei der Verteidigung von Kampfzonen als Unterstützungseinheiten für Sturmtruppler-Patrouillen eingesetzt. Sie agieren überaus effizient mit dem Z6-Rotationsblaster, der konstant schnelle Salven mit großer Reichweite abfeuert und schweren Schaden verursacht. Dabei wird er von einem in niederfrequenten Energiestrahl abgeschirmt. Dankeschön. Bitteschön. Meine Lieblingsklasse bei Star Wars Battlefront 2. Hi. Echt Leben draus, Jedi. Mich kriegst du nicht. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Ja, ich weiß. Muss mal meine Abwehr ein bisschen wieder aufholen. Ja. Ist irgendwie voll im Arsch. Ups. Ich mich nur, ob das. Der beste Truppler ist ein kluger Truppler. Intelligenz hat damit nichts zu tun. Es geht nur um Stärke und Kraft. Warten wir einfach ab, wer überlebt und wer nicht. Was ist denn hier? Bin gespannt, wie sie was. Ich hab ein Terrarium so am entdeckt. Aha. Diese LED-Stäbe. Das ist der. Wo war der andere Weg? Ja, der. Ah, der führte dann wieder zurück. Okay. Wer hat das jetzt bitte gesülzt? Das klang so, als ob sie neben mir stehen. Ich sehe so ungerne Feinde. Er wusste, wozu der Sportunterricht ist. Das sieht so mega aus, ne? Das ist so geschützt. Nicht möglich war es. Nö. Definitiv nicht. Der weiß nicht, damit umzugehen. Ich kann damit einen Jedi niederrotzen. Hä? Piste. Ups, verkehrte Taste. Ich wollte nur testen, ob er noch ausfährt. Oh, na gut. Also, was war drin? Wenn Dante einmal sein Lichtschwert in der Hand hat, geht's ab. Das kann man so schön anders deuten, ne? Ah, okay, hier lang.
kommt die. Ah, Ist das Stormtrooper? Sie gucken jetzt bitte nicht hierher, ja? Danke. Das sieht aus wie eine schöne rutschige Partie. Das war's schon? Bin ich wieder hier? Was? Wieso? Ach so, eine Ratte ist da rausgekommen. Alter! Die verdammten Ratten! Hui! Vergiss es. Nicht nochmal. Alter! Würdest du mir jetzt mal Heilung geben? Sie kriegen keine Heilung von ihm. Oh, ich hab 3 Stück. Hä? Wirf mir ein Stim her, BD1. Okay, war meine Schuld. Ich hab dich erkettet. Das ist gut. Kann ja auch mal passieren. Ich war irgendwie noch gestern in dem Spiel und hab die Taste gedrückt. Eine Taschenlampe. Gewünscht, haben wir Sepho besetzt und die Bewohner umverteilt. Der Planet hat bislang keine signifikanten Daten oder Relikte für Projekt Ora gebracht. Seine elektromagnetischen Winde haben den Großteil unserer Bergbaumaschinen lahmgelegt. Gleichzeitig fallen immer mehr Truppler der gefährlichen Fauna zum Opfer. Wir werden unseren Auftrag hier nicht erfüllen können. Ich empfehle daher, das Projekt abzubrechen und nur einen Außenposten zurückzulassen, um unsere Technologie vor Plünderern zu schützen. Also ich kann mich nicht beschweren, Eis. Danke der Nachfrage. Hast du deine Unterkunftsbelegung schon beantragt? Sie verlegen uns in die bessere Kaserne, weil die Archäologen jetzt weg sind. Stimmt. Ich hatte ganz vergessen, dass das Oberkommando das gesagt hat. Das erledige ich gleich nach dem Schichtwechsel. Du wirst diesen Schichtwechsel leider nicht mehr erleben, wenn du mir zu nahe kommst. Schon reagieren, wenn ich die Taste drücke. Vielen Dank. Wollen wir die Kassette-Taste dafür? Das war irgendwann schon. Oh, na gut. Was haben wir gefunden? Ich brauche nur irgendwie die Sachen für Lichtschwerter, ne? Ob ich nicht schon eins hätte. Ich würde eine 5 geben bei dem Sprung. Die Landung war scheiße. Ah. Oh! Das war voll das Können mit der Macht, ne? Aber wie soll ich bitte von hier aus den Sprung da hochschaffen?
Das könnte scheiße wehtun, wenn mich das Ding erwischt. Oh, diese Brücke gibt es heute dafür zum Öffnen. Hey! Was haben wir gefunden? Alter, davon möchte ich nicht zerquetscht werden. Kann mich aber da nicht an der Seite festhalten. Was soll ich denn da hochkommen? Auch nicht laufen? Vielleicht auf der anderen Seite? Oh. Kerl, das Imperium hat seine Position. Du musst schnell da weg. Bin dabei. Ja, aber da war oben noch so ein Machtpunkt. Wo komm ich denn da hin? Das ist jetzt gerade irgendwie so... Okay, hier ist wenigstens einmal kurz ein Abspeichern. Ah, ich glaube, ich habe auch... Ja, ich habe ein Pünktchen zum Ausgeben. Sprunghieb. Nee, Fähigkeitspunkt hältst du verlangsamen, kann ein Kerl eine Skill länger verlangen. Nicht verkehrt. Nebenan nervt mich wieder hier. Die ganze Zeit auf meinem rechten Monitor. Ja. Wirklich sehr lange verlangsamen. Nicht verkehrt. Ausruhen. Ah. Ich will da rein. So. Nehme ich leider nochmal zurück. Er lässt mich nicht zurück. Oh, jetzt, ne? Jetzt, wo du dich dann wieder selbst umbringen kannst, ne? Ja, 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 ja. Oh. Ja, nichts sagen, aber das tat bestimmt weh. Oh, der Typ, ey! Alter, wieso kann ich denn... Der Typ liegt mich echt hier, ne? Geht nicht! Ich komm da nicht wieder hin! Ich muss vorher runterspringen! Okay, zuerst runterspringen und dann diesen Stunt machen. Alles klar. Geh bei dem Ding. Müsste bei dem eigentlich sein. Ne, bei dem war das ja nicht. Hier oben ist das. Ah, das wird wehtun. Wusste ich doch. Dass der aber auch nicht an jeder Wand laufen will. Da oben ist das Teil. Wenn ich wüsste, wie ich das hingekriegt habe, ne, mit diesem Jump. Den Machtsprung habe ich nicht. Falls es das überhaupt gibt. Will er nicht.
Dinger fahren halt auch nicht ganz raus, dass man sagen könnte, gut, dann hochklettern wieder, ne? So ein kleiner Millimeter, ne? Wirklich nur dieser scheiß Millimeter. Oh, jetzt lässt er mich hier wieder nicht lang. Das ist wieder eine Alpha-Wand. Das ist doch dämlich, ne? Da können wir uns nicht lang pressen oder so. Egal wie. Auch nicht aus, dass da was ist. Danke für dein Vertrauen, Eis. Dann kommen wir da. Erstmal nicht dran. Ja, vielleicht später. Aber okay, ihr habt nachgeguckt, aber... Hätte ich das vorher gewusst, ne? Hätte ich den Sprung, also das Runterkommen irgendwie versucht, darüber zu legen, ne? Aber... Naja. Ja, eigentlich hat es auch gerade gesagt. Powerbunga! Ich kann dich ausschalten, kein Problem. Ach, kannst du. In Bewegung bleiben. Ich will hier nicht sterben. Dann leg dich nicht mit mir. Oh! Mann! Oh! Alter! Der hat mich geschubst! Ist er eine Frechheit? Schubst du mich runter? Was für miese Peter. Direkter Treffer. Ja, war direkter Treffer. Sieht man, wie gemein von denen. Hey! Was war da drin? Oh, Sternjägerlackierung für die Mentes. Ich wollte gerade sagen, bin ich jetzt gerade zu spät abgespielt? Oder zu früh? Wow! Oh. 9,9. Hey, wow. 9,9. Oh, hey. Oh. Ich habe was gefunden. Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Ich hab
definitiv gefunden, aber das. Alter! Untersuchen? Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Ja, ich mache jetzt einen auf Tomb Raider, ja. Durch. Dass wir da nicht durchkommen, wissen wir schon. Entschuldigung.